Legen wir los mit den Drums. 80s better. 70s vielleicht sogar. Man hat so, ja, irgendwie hat man den Drumcomputer vor sich mit der Lauflichtprogrammierung und dann tippt man die Hi-Hat ein, die Kick ein und denkt, dass das cool ist. Aber es scheint ja wieder cool zu sein. Wie haben wir es gemacht? Kick, Snare, Hi-Hat geladen. Und mehr ist es auch tatsächlich nicht. Ganz easy. Nee, wäre beim Drumcomputer auch nicht. Ja. Das heißt, wir haben hier Battery nach passenden Samples gesucht. Auch hier gilt wieder, es soll ja nicht nach typischen Hip-Hop-Kicks klingen, aber auch nicht nach Dance-Kicks, sondern wir brauchen dieses Zwischending. Das Oldschool-Charakter. Ja, diesen Oldschool-Charakter, den man aus einer Lindrum kriegt, aus der Oberheim DMX, aus einer Roland TR-707. Ja, so dieser Charakter. Das heißt, wenn man hier die Kick hört, ja, da ist so eine Attack irgendwie drin, da ist das Fundament drin, dass man sogar noch meinen könnte, es wäre eine echte Kick. War ja auch bei den Drumcomputern der Plan, genau, tatsächlich. Ja, eigentlich schon. Sollte er die Drummer ersetzen, hat es ja für eine gewisse Zeit sogar, geklappt. Ja. Okay. Ja, bei der Snare genau das gleiche Prinzip. Mhm. Klingt tatsächlich ein bisschen wie eine alte 707, 808, irgendwas aus dieser Zeit. Ein paar Claps klingen, sind auch noch mit drin. Genau, bei ihm ist jetzt fast schon mehr Clap zu hören als Snare. Die Snare gibt eher dieses Fundament und den Charakter. Der kommt von der Clap. Und was hier bei der Programmierung noch entscheidend ist, dass wir getrennt haben zwischen Kick und Clap, Snare und Clap. Mhm. Einfach von dem Vorteil, dass wir in den späteren Teilen die Clap auch einfach triggern können, indem wir einfach da eine Note rauslöschen. Genau. Das würde ja auch wieder der Roland Lauflichtprogrammierung entsprechen. Übrigens, man kann solche Sachen ja tatsächlich wie bei so einer wie bei einem Step-Sequencer hier in Cubase regeln, wenn ich hier oben hier auf Step-Eingabe klicke und dann kann ich hier mit jedem super, ne? Mit jeder Taste, die ich drücke, springt er dann eine 16. weiter. Also man könnte tatsächlich sich so ein bisschen so fühlen. Oder man geht sogar hier in den Drum-Editor, den ich persönlich irgendwie nie benutze, deswegen muss ich erstmal gucken, wo er ist. Schlagzeug-Editor öffnen. So, da hat man auch so ein bisschen dieses Gefühl und könnte dann einfach das Pattern so setzen. Ja. Ich kenne sogar noch die Zeit, wo man solche Pattern als Bild hatte. Ah. Und dann konnte man die nachbauen. Ja. Sehr schön. Ja. Super. So, wenn ich jetzt beide hier zusammenpacke, ja, sieht man eben auch hier vorgezogene Kicks. Ist ja jetzt eben überhaupt kein Four to the Floor, hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Selbst in der aktuellen Popmusik ist ja vieles immer so auf gerade Beats gemünzt. Also allein dadurch fällt man jetzt ja schon aus dem Rahmen. Hier darf es auf jeden Fall ein bisschen mehr grooven. Genau. Und es ist ja auch sogar ein längeres Pattern, eben nicht nur eben ein Takt, der immer wiederholt wird, sondern diese Zwischenschläge sind immer mal so gesetzt. Da kann man sich austoben. Genau. Auch bei der Hi-Hat, die ist keine Standard-Offbeat-Hi-Hat. Sie bringt da auch ein bisschen Bewegung rein, setzt Akzente mit den offenen Hi-Hats. Yep. Und nimmt auch hier auch die Akzente mit. Genau. Aber wie gesagt, viel mehr ist es in diesem Drum-Pattern tatsächlich nicht. Nee. Sehr einfach, sehr schnell programmiert. Mit den richtigen Sounds kommt man da schon sehr weit. Genau, ich sehe hier noch die Verb Suite Classics auf den Drums. Genau, der Sound oder das Preset heißt in dem Fall Snare Space. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen, fügt das Ganze ein bisschen zusammen, macht es natürlicher. Denn es soll ja nicht nach Drumcomputer klingen, obwohl es im Prinzip ein Drumcomputer ist. Genau. Herrlich. Sehr schön. Was bei dem Song besonders ist, es gibt einen C-Part, der ist so ein bisschen, hat so einen Halftime-Beat. Den kannst du auch mal laufen lassen. Genau. Das ist schon so Trap-mäßig. Fast, genau. Das ist wieder in die moderne Zeit geholt. Ja. Da fällt auf, dass sie nicht die Sounds von dem ersten Drumkit genommen haben, sondern sie haben dafür tatsächlich ein neues Drumkit sich überlegt. Hat einen leichten anderen Charakter, wie du schon gesagt hast, eine modernere Kick, auch so eine Trap-Snare, die so fast einen Bongo-Charakter schon mit drin hat. Und dann diese Hi-Hat mit diesen schnellen Rolls. Ja.
Also man muss nicht immer pro Song bei einem Drumkit bleiben. Es ist, ja, wie man hier sieht, man kann auch sich ein bisschen austoben. Also sehr geschickt gemacht, irgendwie alt und neu gut kombiniert. Ja, gehen wir weiter. Unser Drumcomputer-Lauflicht-Pattern steht. So, und jetzt wird der Keyboarder eingeflogen, der eine coole Bassline darüber spielt. Ja, in dem Fall. In dem Fall ist es kein Bass, sondern die Bassline kommt tatsächlich von einem Keyboard. Yep. Das Ganze klingt so. Yeah. Schön funky. Genau, sehr funky, es ist sehr retro. Ja, und vor allem mit Hilfe der Spielhilfen gespielt. Ja. Also ein bisschen Modulation, Pitchbend. Ja, sodass so ein Synth eben auch einfach sehr organisch klingen kann. Genau. Das Ganze haben wir aus dem Reaktor Monarch genommen. Das ist wirklich ein Synthesizer. Ja, Monarch. Von der Optik könnte man auf einen Moog schließen. Genau, voll auf Mini-Moog getrimmt. Ja, ist ganz offensichtlich. Ganz monophoner Synthesizer. Das heißt, ich kann keine Akkorde damit spielen. Ich bin wirklich festgelegt auf meinen einen Ton, den ich spielen kann. Yep. Und du hast die Spielhilfen schon erwähnt. Wir haben einmal das Pitchband nach oben und unten. Da lohnt es sich immer, je nachdem, was man spielen will, zu schauen, wie viel er tatsächlich pitcht. Ah ja, und dann quasi in diesen Sound reinzugleiten, den man... Genau, also je nachdem, ob man jetzt, welchen Ton man als nächstes anvisiert, kann man das einstellen. Neben dem Pitchband ist auch das Portamento-Feature zu erwähnen. Mhm. Das versteckt sich dort unter der Gleitfunktion in dem Monarch. Ja, stell ich mal aus. Das bedeutet nichts weiter als das, wenn ich zwei Töne ineinander spiele und den ersten Ton noch gedrückt halte, dann kann ich einstellen, ob er da reinslidet in den nächsten Ton oder nicht. Das ist jetzt aus. Ich kann das einmal anmachen. Zack. Ja, hat man gehört, gibt es einen schönen Slide und das Timing kann man dort über einstellen. Über die Glide-Time einstellen. Ansonsten ist dieses Pattern tatsächlich einfach ein Keyboard-Pattern. Also wenn man Keyboarder ist und das spielen will, wir bewegen uns hier in F-Moll. Mhm. Und im Prinzip gibt es in den Strophen nur zwei Akkorde. Das ist einmal F-Moll und B-Moll. Mhm. Und dort wechseln sich die Akkorde ab. Und wenn man das dann versucht zu spielen, dann klingt das Ganze so. Sehr schön. Ungefähr. Ja. Und das macht man dann, übt ein bisschen, spielt ein paar Mal ein. Und dann nein, der Studio-Keyboarder, der genau, übt nicht. Der kommt nicht. Einfach, sagt, was soll ich spielen? Und dann haut er das da rein. So. Ja, aber sehr schön zu sehen, dass eben diese Spielhilfen unheimlich wichtig sind dafür, dass man so eine sehr lebendige und eine wirklich gespielte Performance halt bekommt. Dass man eben nicht nur so ein Das ist ja auch das, wenn man sich das Pattern anschaut, im Prinzip imitiert man ja einen Bassspieler und der kann diese Sachen ja durch sein Spiel machen, also sliden, ineinander übergehen. Wer sich für sowas interessiert, das ist übrigens mein allerliebstes Beispiel für Man in the Mirror von Michael Jackson. Da einmal bitte auf den Synth-Bass hören. Ganz grandios. So, hier bei uns kombiniert, das klingt dann so. Sehr gut. So, jetzt kommt hier noch ein Slide. Auch einfach mit der Tastatur einmal geslidet. Ja. Alles klar, das ist unsere Bass-Drums-Kombi. Im nächsten Part gucken wir uns die ganzen 80s, 90s Synths an. Bis gleich.